Es ist eine Erfolgsgeschichte seit 40 Jahren. Bereits zum 20. Mal wurde die Inter-Airport Europe, die international größte Fachmesse für die Flughafenindustrie, in München feierlich eröffnet. Welcome to Inter-Airport 2015. Für Flughafenbetreiber und Fachleute aus der Flughafenindustrie ist die Inter-Airport die zentrale Anlaufstelle, um Ausrüstung und Technologien für die Ausstattung von Airports einzukaufen. Mittlerweile der 40. Jahrestag der Messe. Über die Jahre ist sie enorm gewachsen und ist heute die Weltleitmesse in der Flughafenbranche. Das Geheimnis, die großartigen Besucher. Bereits zum dritten Mal wurden zum Messestart die Inter-Airport Europe Innovation Awards verliehen. In den vier Messekategorien Terminal, Data, Ramp und Design. Die Auszeichnung in der Kategorie Inter-Data wurde für 3D-Visualisierungen in Echtzeit vergeben. Das ist insofern das Besondere, ist, dass sie sehr komplexe Gebäude, logistische Einrichtungen, Medieneinrichtungen, auch völlig anspruchsloser Hardware in Echtzeit durchschreiten können, dass sie das visualisieren können, dass man Planungsfehler oder Planungsschwierigkeiten mit Genehmigungsbehörden, mit allen Beteiligten besprechen kann und das auf sehr intuitive und interaktive Art. Der Preis in der Kategorie Interterminal ging nach Dänemark. Technik muss sowohl effizient als auch attraktiv in der Anwendung sein. Deswegen ist es für uns wichtig, dass unsere Lösungen nicht nur technisch, sondern auch optisch gut passen. Und bei Ergo2 passt einfach alles. Die Inter-Airport bietet auch 2015 die gesamte Bandbreite der Flughafenindustrie. Von der Bodenabfertigung über Sicherheitssysteme und Architektur bis hin zu spezieller Hard- und Software. Die Experten sind sich dabei einig. Flughäfen müssen heute gut ausgerüstet sein, um wettbewerbsfähig zu bleiben. Der Passagier ist plötzlich nicht mehr nur Passagier, sondern ist Kunde geworden. Und es fällt vielen Flughäfen auch schwer, den Passagier als Kunde zu betrachten. Man muss ihm etwas bieten. Schlagwort Passenger Convenience. Zur Jubiläumsveranstaltung ist die Messe größer denn je. 676 Aussteller aus 44 Ländern präsentieren sich auf einer Nettoausstellungsfläche von 30.000 Quadratmetern. Und neben dem Außengelände zum ersten Mal in drei Messehallen. Es ist eine Weltleitmesse. Das heißt, wenn man wirklich dabei sein will bei den neuen Entwicklungen, wenn man wissen will, was sich in den letzten zwei Jahren entwickelt hat, dann ist man hier absolut richtig. Und so wurde auf der Inter-Airport 2015 eine Partnerschaftsvereinbarung zwischen Messeveranstalter MacBrooks Exhibitions und der Vereinigung Gate unterschrieben, um die Weichen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit in Europa, aber auch Asien in den nächsten Jahren zu stellen.